Willkommen zurück, Reisende. Wir hatten letztes Mal etwas Probleme mit der Mission von Artemis. Also werden wir jetzt erstmal vor dem Update noch Quecksilber, nein, Naniten herstellen und uns das Visier installieren und den Minenlaser. Dafür müssen wir jetzt die Anomalie erstmal verlassen. Dann werden wir zu der Raumstation uns begeben. Werden wir jetzt ein paar Kabelbäume kaufen. Und das, was wir geschenkt bekommen haben, auch verkaufen. Dann haben wir schon ein bisschen Geld. Das Stase-Gerät haben wir bekommen. Und ein Lernei, das behalten wir natürlich. Holen wir uns erstmal ein paar Kabelbäume. So, gucken. Quantencomputer auch. Am besten 3 Stück. Die anderen Teile gibt es hier gerade nicht. So. Haben wir schon den verbesserten Minenlaser. Was natürlich etwas doof ist, da wir dieser oder auf einer vollen Raumstation natürlich ein besseres Multitool gesehen haben. Und A-Klasse Entdecker. Werden wir mal gucken, ob das hier war. Klasse. Dann nur das tauschen. Hier jetzt das Visier einbauen. So. Hier kommt die Erweiterung rein. Da brauchen wir noch einen Ionen-Akku. Hier. Brauchen wir noch Plätze. Und wenn wir das erstmal verschieben. So. Ja, hier noch. Gut. Und jetzt hier der Minenlaser hin. Ein Siegel, ein Nanorohr. Da die einen Rahmen haben, geben die noch ein paar Prozent der Verbesserung. Also ein Ionenakku und Resonatoren brauchen wir noch. Und den Rangmanipulator, den kaufen wir mal. Ja, wir können den durch hier hinsetzen. Einmal Wasserstoff und 2 Nanorohre. Naniten haben wir noch nicht genug. Die werden wir uns ja erst noch herstellen. Dann müssen wir jetzt
in die andere Raumstation, in unser Heimatsystem und dann zu unserer Basis. Aber erst noch den Ionen-Akku kaufen, die gab es ja hier. Finden eigentlich auch alle davon. Hiervon brauchen wir nichts. Kaufen wir auch alle. Jetzt unser Scanner etwas verbessert. So, Resonatoren. Vielleicht haben wir in der anderen Raumstation Glück. Und wir wollten nach einem Portal suchen. Letztes Mal hat das ja nicht geklappt, leider. 6.10. Gucken, vielleicht klappt es diesmal. Nein, klappt nicht. Aber wir haben doch... Falsch. Multiplayer ist an. Gucken, hier gab es ja einige zur Auswahl von anderen Spielern. Eine andere im Portal. Müssen wir wohl doch eins selber suchen, sobald wir eine zweite Glyphe haben. Auch kein Resonator. Müssen wir uns wohl das Rezept wahrscheinlich kaufen. Nein, da. So. Basis-Computer können wir machen. Gut. Müssen wir erstmal zu unserem. Wir können natürlich auch einfach durchs Portal gehen. Weil das Wichtigste ist erstmal, dass wir Naniten vor dem Update uns produzieren, da es sein kann, dass wir den Glitch entfernen. Dann müssten wir die selber sammeln. Wer will denn sowas? Er gibt uns jetzt hier erstmal eine Mission, wahrscheinlich. Scannermodul C. Guckt hier schon wieder gar nichts. Aber das können wir für 60 Naniten immerhin verkaufen. So, wir werden jetzt einen Lagerbehälter uns erstmal kurz hier nebenstellen. Damit wir gleich Platz im Anzug haben. Stellen wir mal beide hin.
So. Brauchen wir natürlich Solar. Chromatisches Metall, das können wir gleich durchlaufen lassen. Das will ich eben schauen. Computer brauchen wir nicht. Kabel brauchen wir nicht. Die Reihe auch nicht. Datenkern. Wir probieren was damit oder mit den geborgenen Daten. Das müssen wir gleich erstmal schauen. Die Wasserstoff brauchen wir nicht zum Bauen. Können wir kurz hier lassen. Hier haben wir noch 8. Das brauchen wir jetzt erstmal. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Wir können ja drinnen erstmal einmal Kupfer holen. Kann das mal durchlaufen lassen. Haben wir hier noch eine? Nein. Eine Metallplatte. Weil chromatisches Metall brauchen wir ja sowieso alles. Kann mal durchlaufen. Gut, und wir werden jetzt, sehen, wo wir das am besten machen. Wir brauchen eine gerade Fläche. Können wir uns einfach hier mal eine Bodenplatte hinsetzen, mal wieder abreißen. Aber eine müsste reichen. Da werden wir jetzt 15. Wir brauchen magnetisches Ferrit, war ja klar. Und 15 Wasserstoff-Gelee. Warte. Haben wir kein reines Ferrit? Müssen wir uns das einmal herstellen, dann haben wir reines Ferrit, machen daraus magnetisches Ferrit und 15. Ja. Haben wir das, die Wasserstoff natürlich weggepackt. So. 15 Stück brauchen wir. Man kann von jeder größeren Raffinerie sowieso nur 3 pro Basis bauen. Da brauchen wir uns auch nicht mehr herstellen. Mit denen werden wir uns dann gleich Naniten herstellen. Gucken, was schneller geht, ob aus den Lavakernen oder aus den geborgenen Daten. Einfach mal gucken, wie viel Nanit die geborgenen Daten uns geben. Ich sehe gerade, wenn wir alle benutzt haben, könnten die sogar auch verkaufen. Letztes Mal habe ich sie einfach alle verschenkt. Das erreichen. So. So.
328, wie viel bräuchten wir? Ja, 300 brauchen wir insgesamt. Können wir währenddessen uns mal kurz das Flugfeld hinstellen, damit unser blödes Flugzeug nicht, ich meine natürlich Raumschiff, nicht jedes Mal hinter dem Gebäude drum rum landet. So. Wie man das am besten hin? Nicht gerade viel Platz hier. Nehmen wir es da hin. Müsste noch nah genug für den Basiscomputer sein, dass unser Schiff dann, wenn wir uns hier hin teleportieren, auch da landet. So. Der hier ist gleich fertig. So. Mit Maus und Tastatur lassen die sich echt langsam drehen, aber bleibt einem anderes übrig. So. Vorne 25. Ja, pack mal ein paar rein und dann geht das. So. Das hier sowieso wieder nicht klappen. Hey, seltsamerweise klappt das nicht immer. So, es ist noch drinnen. Da wird es auch angezeigt. Und in der rechten auch. Ups. Also wir brauchen hier noch eine Bodenplatte. Kann man ja gar nicht stehen. Bin jetzt kaputt. Ah, ich habe versehentlich V vorhin gedrückt. Ups. Viel besser. Jetzt müssen wir immer erstmal den in der Mitte. Wäre das jetzt auch? Das klappt doch schon mal gut. Ah, unser Raumschiff steht auch in der Nähe. Das ist doch praktisch. Machen wir gleich beides voll. Man muss nur aufpassen, dass man jedes Mal den in der Mitte erwischt. Wir können sogar in unseren Lagerbehälter. Das ist doch sehr schön. Haben wir das gut in der Nähe gebaut? Hm. Ich werde das jetzt eine Zeit lang machen. Werde so lange unterbrechen. Wenn ich fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Ich habe die jetzt wieder auseinandergestellt. Nun werden wir sie füllen. Durchlaufen lassen. Dauert jetzt immer kurz. Bis 4000 werden wir machen.
So, ich werde euch wieder dazu holen, sobald wir hier ungefähr 4000 erreicht haben. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier fertig. Haben 4050 Naniten. Jetzt werden wir wieder zusammenstellen. Hoffen, dass das wieder funktioniert. Etwas Glück. Ich habe das jetzt genau wie eben mit den geborgenen Daten. So, in der Mitte haben wir Naniten. Links haben wir Naniten. Rechts haben wir auch Naniten. So. Werden wir uns wieder immer aus der Mitte Naniten einfach in den Anzug packen. Und so machen wir das jetzt erstmal, bis wir genug haben. Man muss bedenken, Schiff-Upgrade kostet von C auf B-Klasse 15.000, nein, 10.000 glaube ich, 15 oder 25 auf A-Klasse und 50.000 auf S-Klasse, wenn man mal ein schönes Schiff findet. Aber es nicht in S-Klasse bekommt. Multitool kann man auch upgraden. Und Frachter, die Farben freischalten. Für die Außenlackierung kostet die Farbe 5000 Naniten. Oder sogar 50. Dann müssen wir später, wenn wir einen Frachter haben, einfach mal gucken. Dann kann man sich die Außenlackierung noch schön machen, wenn man möchte. Also sollten wir genug Naniten uns erstmal sammeln und auch vorausschauend Kleinigkeiten, wenn man mal Naniten benötigt, für die S-Klasse Upgrades auf Raumstationen zum Beispiel, kosten ja auch immer ein paar hundert Naniten. Und wenn es später im Spiel noch irgendwas geben sollte, wozu man sehr viele Naniten benötigt, Frachter upgraden zum Beispiel, das geht nicht, man muss den sich selber in S-Klasse suchen. Aber es ist ja möglich, dass sie das vielleicht ändern und dann kostet das bestimmt mehr als bei einem Raumschiff. Also sollte man genug sammeln und auch, als das hier irgendwann nicht mehr funktioniert, lieber im Voraus genug sammeln. Werde ich jetzt erstmal eine Zeit lang machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht, so ungefähr 45 Minuten. Wie ihr sehen könnt, haben wir 2.199.602 Naniten. Ich kann euch das auch gerne nochmal zeigen. Es funktioniert immer noch. Wie ihr seht, 2.203.652. So. Jetzt ganz wichtig speichern. Sonst wäre das alles für die Katz. So, einmal manuell. Und hier am besten auch nochmal. Jetzt begeben wir uns zur Raumstation. Oh, kein Treibstoff mehr. Super. So. Denn wir benötigen auch noch 8 Shots.
Wir werden uns ein billiges A- oder S-Klasse-Raumschiff holen. Verschrotten. Müssen wir hier kurz warten, dass irgendeins landet. Werden wir uns dann einfach kaufen und hier oben auf der anderen Seite werden wir das verschrotten. Wenn wir Glück haben, ist ein Frachtschott dabei. Das werden wir dann auch noch. Duplizieren. Ich werde ihn nicht anquatschen. Und zwar brauchen wir die für die Raumschiffe. Wärmeschutz, S. Postschutz, Ballenschutz und S. Und zwar, wenn unser Raumschiff. Können hier noch Plätze freischalten und bei den anderen auch. Hier auch. Und hier auch. Und die sind sehr teuer. Kosten keine Nieten, sondern Units. Das hier kurz gucken. Raumschiff verbessern. Hier würde jetzt eins schon 4 Millionen kosten. Weiteres. Und die werden hoch. Also immer teurer mit jedem weiteren. Und es kann sein, dass, je nachdem wie weit man schon ist, dass die auch um die 200 Millionen Units pro Platz kosten. Also werden wir uns lieber 8 Shot holen. Damit kann man das gratis machen. Mal ein Frachtshot, ein Platz. So, Klasse auf A, 25.000. Ein Platz kostet 20 Millionen. Units, die haben wir noch nicht. Daher brauchen wir die Klasse auch noch nicht verbessern. Multitool. Da werden wir noch ein bisschen Platz haben. Können mal gucken, was der an Technologien hat. Minenlaser in S. Ist nicht. Scannermodul ist auch ganz wichtig in S. Dann bekommt man mehr Geld für Scannen. Das ist der für Raumschiff. Vielleicht mal gucken, da was. Inframesser auf S. Aber das können wir schon mal mit. Schadet ja nicht. Wenn wir jetzt den Exo-Anzug. Haben wir noch ein bisschen Platz, aber müssen erst sehr viel mehr freischalten. In die Raffinerie mal. Können wir jetzt währenddessen hier noch warten. Und herstellen. So. Inlaser. Da dran, dass der Minenlaser noch mehr verbessert. Das behalten wir erstmal noch. Ein Wärmeschutz. Ein Kilt. So viel sollten wir noch nicht holen, da wir noch nicht genug Platz haben. Müssen auch immer darauf achten, dass wir genug Standardressourcen, Sauerstoff, verdichteten Kohlenstoff, Kohlenstoff, Natrium und eigentlich auch Natriumnitrat haben. Darum können wir uns auch wann anders kümmern. Habe ich natürlich nicht auf die Raumschiffe geachtet. Können auch rausfliegen und wieder reinfliegen. Müssten auch welche landen. Einfach ausfliegen.
Das mit den Frachtshots machen wir am besten jetzt auch noch vor dem Update 4.0. Sicherheitshalber. Sonst müssten wir sehr viel Geld verdienen für die Plätze. Und so geht das ja auch. Wir müssen nur hoffen, dass in dem System hier nicht nur ein Haufen Müll landet. Okay. Ah. Der ist super. Der ist so teuer. Es war super, aber viel zu teuer. Die gibt es auch im billiger. Okay. 10 Millionen. Es gibt auch A und B und auch S-Schiffe. Auch mit dem Preis von 1 Million. Wir können ja mal gucken, was der Händler dabei hat. Drohnenakkus brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir finden das Paraffinum kaufen, das brauchten wir den Tag. Ich hab schon vergessen wofür. Oh. Noch irgendwann anderes Stück. Will ich nicht. Gut zu erkennen ist, wenn die roten Platten sich ein Stück anheben. Hier zu sehen. Vorne. Dann landet gleich jemand. Aber noch ist das leider nicht der Fall. Ich hoffe mal, dass die beiden wieder starten und gleich andere landen. Anzug sieht übrigens sehr schick aus dafür, dass er so generiert wurde, direkt beim Start. Aber zwei verschiedene Akzentfarben, braun und blau, müssen wir später irgendwann mal das braun, obwohl es könnte auch Goldschimmer sein. Entweder das Goldschimmer oder das Blau mal entfernen. Wir brauchen ein Schiff. Eins, das wir uns auch leisten. In der nächsten Folge, nachdem wir hier jetzt uns noch 8 Shots hoffentlich besorgt haben, werden wir uns dann auf die anderen beiden Raumstationen begeben. Noch Anzug-Upgrades gucken, ob es welche gibt. Und zur Weltraumanomalie für die geborgenen Daten. Ich hier nochmal die Plätze voll machen muss. Und hier werden wir uns dann erstmal alles freischalten und auch die Verbesserungen. Den Anzug und sowas, wir Waffen der Nieten brauchen. Und die werden wir uns dort auch freistellen. Die werden wir zwar nicht sofort einbauen, weil wir noch keinen Platz haben. Aber da ist noch einer. Und hier landet jetzt auch noch einer. Eh, 1 Million. Also, könnte eigentlich auch einen Frachtshot geben. Brauchen wir erstmal den Haufen hier. Laufen. Da ist auch noch einer. Laufen die jetzt einfach und spotten die. So. Ach, der ist weg. Der ist schick, den könnten wir eigentlich als unser Schiff mit. Gute Idee. Oh nein, kein Handel. Das ist so schick. Für den Anfang. Hat auch Platz als unser. Ja.
M2. Achso, ja, gut. Ich vergleiche das jetzt mit dem anderen. Ah, dann sind wir zwar fast pleite, aber egal. So, welches jetzt? Was haben wir jetzt? Dann das hier. Können wir das verschrotten? Hoffentlich gibt uns das auch ein Frachtschrott, das würde ja schon reichen. Hier wird uns auch noch das Bild und der Name dann angezeigt. In dem Schiff, welches wir verschrotten wollen. Wir einen Frachtschott bekommen, das ist ja die Frage. Nein, wir haben keinen Fracht. Gut, wenn wir hier müssten wir Glück haben. Oh, aber zu teuer. Gut, der sieht scheiße aus, ist aber. Okay. Aber der hat gut Platz. Mal gucken. Dann jetzt kurz die Erweiterung verkaufen, die wir gerade bekommen haben. Module. Wenn man sollte, also wenn man noch keine hat, kann man ruhig die E- oder A-Module benutzen. Man sollte aber Wert drauf legen, sich die S zu holen. Weil die halt noch ein paar Prozent immer besser sind. Kannst du einen Frachtschott, gib uns einen Frachtschott. Oh. Ah, okay, es heißt Lagererweiterung. Nicht Frachtschott. Ein Fehler. Heißt das Frachtschott bei den Frachtern. So. Legt uns natürlich auch immer das Raumschiff als unser Hauptraumschiff vor. Aber den Haufen werden wir gleich verkaufen. Ja, der will er keinen. Och. Wenn wir den Müll, den wir bekommen haben, kann man immer kein Geld, sondern Müll bekommt, den man dann verkaufen muss. Verkaufen. Wir sollten uns noch ein zweites Lagermodul holen, da es gut sein kann, dass es mal wieder nicht klappt. Okay, ja, gucken wir weiter. Vielleicht kriegen wir eins. Ob wir noch genug Geld haben. 6 Millionen haben wir noch. Brauchen wir das Ding ja. Und er ist weg. War ja klar. Der jetzt verkauft. Kein weiteres. Müssen wir einfach hoffen, dass das mit einem auch funktioniert. Unser ist besser. Geht zu dem. Dann war. Sachen, die wir auch rausholen müssen. Eins. 8.
Holze brauchen wir. 6, ja, auch recht. Wenn wir den Müll, den wir bekommen haben, verkaufen. War ein bisschen Rennerei, weil wir noch keine Jetpack-Upgrades haben. Da kann man am Anfang ja noch nichts gegen machen. Man sich halt erst erspielen. Mit den Nanit zum Beispiel muss man auch nicht machen. Man kann auch in Ruhe die da Zeit sammeln. Aber die Upgrades für Schiffe zum Beispiel, die sind sehr, sehr teuer. Auch schnell übertragen. Wechseln wir was auf das Schiff. Haben wir hier. Ach, ja gut. War jetzt ein bisschen mehr Platz. Ach, 15 Wochen. Ist nur die Frage. Kaufen wir diesen Haufen hier? Das, was man direkt am Anfang bekommt. Immer einsteigen muss, nur ums Schiff zu wechseln. Wir haben nur den Hyperantrieb eingebaut. Sonst haben wir hier noch nichts eingebaut. Dann können wir den eigentlich auch kaufen. Weil 9 Schiffe kann man insgesamt haben. Danach kann man nur noch tauschen. Also muss man sich schon überlegen, welche Schiffe man haben möchte. Wenn einem zum Beispiel eine Farbe nur haben möchte oder sowas. Kann auch sein, dass man schnell dann alle 9 zusammen hat, die man schön findet, und dann findet man eins in einer anderen Farbe oder ein anderes schönes neues Schiff. Und dann kann man das leider nicht mehr sich holen. Muss man sich überlegen, mit welchem man tauschen soll. Oh. 25.000 Naniten für B auf A. Und dann 50.000 von A auf S. Dann kostet von C auf B 10.000. Ich wusste noch, es sind insgesamt 85.000. Braucht man. Jetzt geht das zum Beispiel nicht mehr. Wird zwar angezeigt, geht aber nicht. So. Haben wir unser erstes S-Klasse Raumschiff. Haben schön viel Platz. Lagern und alles. Haben hier auch schon. Das ist ja schlechter als C. Müllstöcken. Ja, das bauen wir raus und bauen ein anderes ein. Jetzt werden wir zum. Mal speichern. Und zum Planeten. Und uns erstmal ein paar Raumschifflagererweiterungen zusammenschustern. Ich werde kurz mit euch noch zusammen machen. Gucken, ob das geht. Nur die ersten paar können wir zusammen machen. Den Rest werde ich dann nach der Aufnahme machen. Auch gleich noch mal speichern. Ist sicher. So. Nicht funktioniert.
andere an. Funktioniert wieder nur, wenn es will. Geh dich doch nicht immer. Warte, es kann auch sein, dass das nur in den mittleren funktioniert. Ah, ja, eigentlich müsste das hier auch funktionieren. Zumindest verdoppeln sollte hier gehen. Was ist das denn? Müssen wir das in den mittleren probieren? Hilft ja nichts. Da wir Planeten verlassen haben. Das Nanit ist noch drin. Obwohl wir den Planeten verlassen haben. Interessant. Aber das ist egal, davon haben wir ja noch ein bisschen. Dahin. Auch rausnehmen. Müsste es leer sein. Ja. Das da rein. Dahin. Das da wieder nicht. Das war irgendwie falsch aus. Artist. Er hat nicht funktioniert. Also die richtig hinzustellen ist auch eine Kunst für sich. Angezeigt. Huch. Also wie ihr seht, es ist sehr schwer richtig hinzustellen. Super. Jetzt ist das Lagershot, die Lagerweiterung weg. Obwohl wir den mittleren kein Stück bewegt haben. Nein. Aber da gibt es Trick 17. Voll laden. Gut. Ich werde das noch weiter probieren. Hoffen, dass das funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, seht ihr es in der nächsten Folge, dass wir jetzt ein paar mehr haben. Die wir dann immer mit der Zeit benutzen können, wenn wir sie benötigen. Und ansonsten müssen wir die halt leider selber sammeln. Müsste jetzt wieder da sein. Ja. Gut. Dann werde ich das probieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts verpassen wollt, gerne liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.